Also Leute, es ist jetzt 4:10 und ich bin richtig happy, weil ich habe schon so viel geschafft. Also heute ist Montag, ich war in der Uni und wir hatten einfach 45 Minuten früher Schluss. Somit konnte ich zu meiner Hausverwaltung fahren und mir meine neuen Wäschemarken abholen. Wäschemarken, denn meine waren leer. Habe ich mir direkt 20 Stück geholt, dann war ich direkt einkaufen. Ich habe mir einen frischen Basilikum gekauft. Und hier sind meine Einkäufe, denn ich habe ja offensichtlich nichts in meinem Kühlschrank. Dann muss ich heute vorkochen für morgen, für die Arbeit. Ich mache mir heute Abend eine Tomatensuppe. Und das wollte ich euch sagen. Ich habe hier, ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, aber ich hatte hier vorher dieses Weinregal stehen. Und da habe ich mal was rangebaut, was ich nicht dann benutzt habe. Anyways, auf jeden Fall. Aber seht ihr, wie hässlich das alles ist. Ich habe 1000 Löcher, muss ich da reinmachen. Und ja, deswegen ist meine Mission heute, das zu füllen und zu übermalen. Und ich dachte mir, ich nehme euch da mit, weil selbst ist die Frau. Ich möchte da nämlich bald einen Schminktisch hinstellen. Und deswegen, also den muss ich erst kaufen. Aber deswegen muss das jetzt mal gemacht werden. Und ich hoffe, es wird nicht patchy. Dachte ich, nehme ich euch mit. Und Leute, guckt mal, meine Avocado-Pflanze, ich verstehe sie nicht. Die großen Blätter vertrocknen jedes Mal. Aber sie stirbt nicht, weil sie hat trotzdem noch kleine neue Blätter. Und es macht irgendwie keinen Sinn. Ich verstehe es wirklich nicht. Die lässt auch ein bisschen die Blätter hängen. Naja. Anyways. So, ich dachte mir, wir gucken jetzt mal, dass... Oh. Aber das ist noch nicht so ganz getrocknet. Also schon, aber ich dachte, ich könnte es jetzt schon... Wobei, ich denke, ich kann es jetzt auch schon abschmürgeln. Ich muss gucken, dass ich meine Nägel nicht mit abschmürgel. So, und jetzt habe ich hier auch meinen Kaffee in meiner Lieblingstasse. Milch. Yay. Gerne, ich würde so gerne Latte Art können und mit so einer Barista-Milch, mit so einer Siebträgermaschine. Aber ist es auch okay. Das ist meine allererste Kaffeemaschine, die ich mir für mein erstes Studium gekauft habe in Holland. Und sie ist immer noch da. Ich liebe sie nach wie vor. Der Milchaufschäumer ist auch so toll. Deswegen, I'm happy. Jetzt, Leute, sage ich so, fange ich einfach an zu streichen. Ich hoffe, dass die Farbe noch gut ist. Aber why should she not? Okay, Leute, sie ist nicht gut. Oh mein Gott, die sieht so eklig aus. Ich glaube, die hat geschimmelt. Ich zeig's euch. Könnt ihr es sehen? She not good. Oh Mann, ich dachte, ich mache jetzt hier richtig mein Projekt. Da muss ich wohl doch zu Bauhaus fahren. Aber ich will ja auch keine große Farbe kaufen. Ich möchte ja nur so ganz bisschen kaufen. Es lohnt sich ja sonst gar nicht. Oh, wie ätzend. Ich muss eh zu Bauhaus tatsächlich, weil ich noch Blumenerde kaufen muss. Und ja, gut. Aber ich dachte irgendwie, ja, das ist irgendwie ein bisschen doof. Das ist so anstrengend, weil du, also die Research, die ich dafür betreibe, ist ja nur am Handy, auf Instagram und auf TikTok. Und es ist so klein, dass ich die ganze, ich glaube, ich muss meine Brille aufsetzen, wirklich, weil ich habe gestern, glaube ich, 1,5 Stunden oder so Research betrieben. Und irgendwann, es ging wirklich nicht mehr. Wo ist meine Brille? Naja, auf jeden Fall. Und ich muss es halt bis morgen machen. Und jetzt habe ich irgendwie Angst, weil ich kenne mich halt in dieser Szene gar nicht aus. Und ich finde es so, so, so schwer, deutsche Creator zu finden, die da reinpassen. Oder auch Models, die diesen Look haben.
Also es ist wirklich, es ist total krass, weil ich hätte mir das echt tatsächlich ein bisschen einfacher vorgestellt. Das ist einfach erstmal das, was ich jetzt machen muss. Und hoffe, dass ich da jetzt nicht komplett... Ich denke, ich mache jetzt eine Stunde oder anderthalb. Dann lasse ich meinen Augen ein bisschen Ruhe in meinem Kopf. Und dann mache ich danach weiter. Und dann mache ich das immer so ein bisschen so. Und dann morgen habe ich auch noch ein bisschen Zeit. Aber stresst mich ein bisschen. Weil ich habe schon ganz viele Screenshots gemacht von so potenziellen Creatorn vielleicht hier. Also von Profilen, aber ich bin mir einfach nicht sicher, ob es das ist, was gesucht wird. Und ich habe auch ein bisschen Angst da jetzt, dass es nicht das ist. Und deswegen will ich auch abliefern. So, we'll see. So, und zwar ist es jetzt 21:15 Uhr. Und das bedeutet, es ist Zeit für meinen Iced Protein Coffee. Beziehungsweise, was heißt Iced? Ich mache ihn halt einfach immer kalt. Den More Ice Coffee in Dark Cookie Crumble. Meiner ist schon fast leer und ich habe ihn wirklich erst seit, ich glaube, 2 Wochen. Aber ich trinke ihn halt wirklich jeden Tag. Deswegen, und ich habe vergessen, am Sonntag gab es einen Restock und ich habe einfach vergessen, um 11 Uhr den zu kaufen. Das ärgert mich total. Ich habe mir vergessen, den Wecker zu stellen. Hoffentlich kommt er bald wieder. Ne? Ungesüßte Mandelmilch. Dann kommt das hier rein. Ich mache meistens so 300 Milliliter Milch. Und dann mache ich noch ein bisschen Wasser rein. Wo sind wir jetzt? Bei 400, ungefähr 100. So, auf jeden Fall einen vollen Scoop und ein bisschen. So. Also Leute, wenn diese Pancakes nicht absolut krank aussehen, dann weiß ich auch nicht. Ich freue mich so, so, so sehr, die zu essen. Es ist jetzt 12:30 Uhr und ich habe in einer halben Stunde meinen nächsten Call. Und ich freue mich wirklich sehr, die jetzt zu essen. Bei Bauhaus, wie man vielleicht hier sehen kann. Und ich habe Erde und Pflanzen und Kräuter gekauft. Also Kräuter. Und die werde ich jetzt hoffentlich erfolgreich hier in mein noch totes Hochbeet einpflanzen. Ich bin fix so fertig. Das war richtig anstrengend, war so, so, so schwer. Ich habe nämlich Rosmarin und Thymian gekauft. Und dann noch eine Farbe für die Wand und die Erde. Ich hoffe, das reicht. Keine Ahnung, was ich hier jetzt mache, to be honest, aber egal. Dieser kleine Topf hat einfach 13 Euro gekostet. Und das war schon der kleinste. Aber es geht nicht auf. Nicht nachmachen, Leute. Ich habe weder Schutzkleidung noch Schutzfolie für den Boden. Wie sehr will man Anfänger sein? Man macht das hier mit einem Löffel. Denn Leute, man muss immer die Farbe umrühren. Was mache ich hier, Leute? Sorry, dass ich hier gegen das Licht filme. Ist ein bisschen doof, aber kann ich jetzt auch nicht ändern. Ich kann das ja nicht machen. Ha, wisst ihr, was ich mache? Ich mache ja, ist zwar ein bisschen schimmelig, aber egal. Machen wir hier nämlich so da drauf. Leute, ihr müsst sowas selber können. Weil selbst ist die Frau. Also wirklich. Beim Malen kann man sich tausende YouTube-Tutorials angucken. Ich habe meine ganze Wohnung selber gemalt, gestrichen. Das kriegt man hin. Ist wichtig, dass man das kann. Hat meine Mama mir beigebracht. Because we don't need any man. Okay. Here it goes. Es ist mir eigentlich auch egal, ob das patchy wird. So, das kleine Tutorial. Ihr dippt hier die Farbe rein. Ganz wichtig, Leute, so ein Abtropfgitter ist eigentlich ganz gut. Dann macht ihr das hier so.
ne, nicht zu viel Farbe, aber auch nicht zu wenig. Und dann seht ihr da diese Bleistiftreste, die ich habe. Und dann geht ihr da einfach rüber. Und hier sieht man leider auch noch ein Loch, was ich nicht so gut abdecken konnte, weil ich das echt groß gebohrt habe und naja, egal. Und dann geht man da so rüber. Ja, und das war jetzt meine After-Work-Activity. Man sieht Gott sei Dank fast nichts von vorher, außer halt so ein bisschen so die zwei Löcher da. Aber das ist mir eigentlich auch egal. Wenn ich da einen Schminktisch vorstelle, dann sieht man es eh nicht. Und ich bin voll happy, weil ich jetzt irgendwie auch einen Schminktisch wahrscheinlich bald kaufe. Und dann, ja, kann ich den hier endlich hinstellen. Und jetzt gucke ich The 50 weiter und esse meine Mexican Selfmade Bowl nebenbei. So, das ist jetzt mein Frühstück. Wie genau, ungefähr genau das gleiche wie gestern, bloß einfach mit Erdbeeren anstatt mit Himbeeren. Und meinem Kaffee. Und ja, das so sieht's aus. Ich bin jetzt, ich werde jetzt auch weiter arbeiten. Wobei ich eigentlich meine Arbeit gerade tatsächlich wegen der Research, die ich ja gestern schon meinte, auf TikTok und auf Instagram nachgehen muss. Aber that's just how it is. So, das ist jetzt mein Frühstück. Wie genau, ungefähr genau das gleiche wie gestern, bloß einfach mit Erdbeeren anstatt mit Himbeeren und meinem Kaffee. Meine Lockies rausnehmen, denn ich habe jetzt in 20 Minuten meinen Call und da kann ich und möchte ich nicht so aussehen. That's why we're gonna do this now. Ich zeige euch dann gleich, wie es aussieht. Also ich sehe auch so ein bisschen aus wie so ein, weiß ich nicht, wie so, wie heißt denn der Blonde von Wetten, dass Thomas Gottschalk. So sehe ich auch ein bisschen aus. Ich muss meine Pony-Fraktion nochmal neu machen. Aber das ist nicht so schlimm. Es ist halt jetzt 12 oder kurz vor 12. Und ich bin gespannt, wie lange das hält. Ich habe jetzt auch kein Haarspray drin. Hallo! Hallo, sportlich genug. Ab morgen dann, 25 Grad. So, ich habe mir jetzt mein Mittagessen gemacht. Es sieht wirklich sehr eklig aus, deswegen möchte ich es euch nicht zeigen. Weil ich habe mir so quasi eine Art Omelette gemacht, aber mit noch Champignons, Bohnen, Tomaten, Spinat und Avocado. Und das lasse ich mir schmecken. Also, ich bin jetzt immer noch am Recherche betreiben für meine Creator, die ich suchen soll. Und ich rieche die ganze Zeit einfach meine Haare. Die riechen so gut. Und ich weiß nicht, ob es die... Ich glaube, es ist die Haarkur. Ja, es ist die Haarkur. Meine ist von Amika. Und boah, die riechen so gut. Also, es ist jetzt 16 Uhr und ich habe gerade... Oder ich habe vor... eine halbe Stunde habe ich die Sachen, die ich, die zwei Sachen, die ich halt machen musste jetzt die letzten drei Tage, habe ich abgeschickt und es ist so, ich hatte so ein komisches Gefühl, weil ich so dachte, oh Gott, hoffentlich ist es gut, was ich gemacht habe und hoffentlich reicht es, weil ich habe echt drei Tage an den Sachen gesessen und dann ist es so, hoffentlich ist das, was ich gemacht habe, nicht komplett falsch. Und jetzt habe ich aber von beiden eine Rückmeldung bekommen. Die eine hat halt gesagt, sie guckt sich das erst am Ende des Tages an, aber sie appreciated es. Und der andere hat auch nichts gesagt, also so, dass irgendwie falsch ist oder irgendwie schlecht oder keine Ahnung was.
Und ja, deswegen bin ich jetzt happy. Freitag ist, mein Freitag ist gut gelaufen. Ich könnte so dick jetzt einen Nap machen. Ich bin richtig, richtig müde. Ich wollte aber, also ich muss auf jeden Fall noch Erde kaufen. Und eigentlich muss ich das heute machen. Ich trinke jetzt einen Kaffee, einen Eiskaffee. Und dann fahre ich zu Bauhaus. So. Ich bin so müde. Okay. Also, achso, was ich euch noch erzählen wollte. Und zwar habe ich bei eBay einen Schminktisch gekauft und ich hoffe, dass ich ihn am Mittwoch, nee, am Dienstag abholen kann. Und darauf freue ich mich wirklich sehr, weil dann ist es so ein weiteres Teil in meiner Wohnung, was ich so endlich so abhaken kann, was ich machen kann. Und ja, das freut mich voll. Also ich habe da irgendwie richtig, richtig Bock drauf und dann gehe ich nächste Woche auch zu Ikea, denn ich möchte noch ein anderes Regal kaufen, noch eine Stehlampe. Ich hoffe, dass das alles so wird und meinen Visionen entspricht. Und ja, dann bin ich einfach sehr happy. Ich werde meinen Shake trinken und dann losfahren. Ich bin zurück. Ich bin hin und zurück gelaufen. Mit dieser Erde und meinem Sack und Pack habe ich alles getragen. Es war sehr anstrengend. Ich kann gar nicht mehr. Das Update. Hier ist mein einer kleiner Wurm. Hier ist mein anderer kleiner Wurm, den ich erstmal versuche über Wasserdoll hochzuzichten. Und hier ist mein anderes Ding. Die muss ich jetzt noch angießen. Ich habe jetzt irgendwie richtig Bock auf Karottenkuchen gehabt. Und deswegen habe ich jetzt so einen gesunden Karottenkuchenteig gemacht und fülle den jetzt hier in meine Muffinförmchen. Ich glaube schon, der schmeckt ganz gut. Müssen wir nur noch jetzt ausbacken und hoffe, es schmeckt dann auch immer noch gut. Das ist jetzt mein Essen und das lasse ich mir jetzt schmecken. Guck mal meinen süßen Carrot Cake Muffin an. Ich werde den jetzt mal hier probieren. Guten Appetit.